Er ist Humorist, Meister der Finanzwelt. Er ist derjenige, der Deutschlands Top-Analyst für alle Lebenslagen darstellt. Er ist jemand, der auch schon an anderer Stelle bestimmt bei Funk und Fernsehen dem einen oder anderen bekannt geworden ist. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich und begrüßen Sie recht herzlich mit mir, Gin Meyer. Dankeschön, einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Analoges, Digitales kombinieren und ich möchte das heute auch hier kombinieren. Ich habe Ihnen das hier mitgebracht, das ist eine neue künstliche Intelligenz, die mir mitgegeben wurde von der Deutschen Kabarettliga. Wir müssen jetzt immer digital auch vernetzt sein, in der Cloud, sofort. Ich möchte Sie auch bitten, Sie nochmal zu begrüßen. Hallo, Gin. Nein, wo nicht. Bist du? Ich stehe direkt hier. Hallo. Du bist jetzt dran. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen schief gegangen. Ist wie gesagt eine neue Entwicklung, ist noch in der Ausprobierphase. Ist so eine Mischung zwischen Alexa und Siri. Ich nenne sie Aliri. Oder Alyri, je nachdem wie sie drauf ist. Und ist auch noch ein bisschen blöde, nicht wahr? Was? Entschuldigung, ich konnte deine Eingabe nicht verstehen. Ja, Sie kennen das alle. Ist schade, weil wir hatten wirklich diese Hammer-Begrüßung. Menschen, die sich für Hammer interessieren sich auch für Nägel oder Köpfe. Soll ich dir eine entsprechende Seite vorschlagen? Nein, ich meinte die Begrüßung. Sag das doch gleich. Hab ich doch. So, meine Damen und Herren, also jetzt nochmal die Begrüßung von Aliri. Herzlich willkommen bei den Bechtle Competence Days 2019. Ja, das war doch nicht so schwierig. Können Sie mal klatschen, das ist ja auch eine Leistung für so eine künstliche Intelligenz. Aber wie gesagt, es geht natürlich auch darum, die analoge, die digitale Welt zu vereinen, auch Gegensätze zu überwinden. Leben im Plus heißt auch, das Wort oder zu ersetzen durch das Wort und. Ich habe einen Bekannten, der ist Psychiater. Neulich frage ich ihn mal, Mensch, wie stellt ihr eigentlich fest, dass die Leute bei euch in die Psychiatrie gehören? Und er sagte, du, wir haben so eine Art Standardtest, wir füllen eine Badewanne mit Wasser und dann geben wir den Leuten einen Teelöffel, ein leeres Glas und einen Eimer und sagen ihnen, sie sollen die Badewanne leeren. Und ich sage, das ist natürlich super einfach, der Gesunde nimmt natürlich den Eimer. Und er sagt, dann möchtest du ein Zimmer mit oder ohne Balkon haben? Der Gesunde zieht den Stöpsel. Haben Sie einen Freund, einen Mann oder sowas? Ja. Verheiratet? Ein Freund. Okay. Wen berühren Sie da häufiger? Ihren Freund oder Ihr Smartphone? Smartphone, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ne? Smartphones sind intimer an uns dran als unsere Partner. Ne? Und mein Smartphone macht auch komische Sachen. Mein Smartphone hat vor einiger Zeit angefangen, mir vorzuschlagen, regelmäßige Schlafenszeiten einzurichten. Kennen Sie das noch? iPhone, richten Sie doch regelmäßige Schlafenszeiten ein. Wissen Sie, wer die Letzte war, die das versucht hat, mir beizupolen? Meine Mutter. Und auch die ist daran gescheitert. Und das Smartphone macht noch ganz andere Dinge. Das Smartphone, irgendwo in den Tiefen des Smartphones ist so eine App verborgen, die zählt mit, wie viele Schritte man am Tag zurücklegt. Leute, das hat sich nicht mal meine Mutter getraut. Die hat vielleicht gesagt, geh doch mal an die frische Luft. Dann haben wir das Fenster aufgerissen, tief durchgeatmet und irgendwie zählte das. Ne? Gesagt, ich war draußen. So, meine Mutter hat sich nicht getraut, hinter mir herzulaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Das Smartphone macht sowas. Und ich glaube, irgendwann wird uns die Überwachung durch digitale Endgeräte so zum Hals raushängen, dass wir uns nach der relativen Freiheit des elterlichen Zuhauses zurücksehnen. Ja. Und ich meine, das Smartphone ist ja nicht der einzige Gerät, das irgendwie Daten absaugt. Ja? Das Smart Home macht ja da nahtlos mit. In Ihrem Smart Home, das wissen Sie natürlich, werden Sie ganz viele tolle, intelligente Maschinen haben. Sie haben einen Smart Fridge, einen intelligenten Kühlschrank, der merkt, wenn Butter und Milch dann zur Neige geht und dann selbstständig nachbestellt. Mir macht das Angst. Ja, ich frage mich, wann wird es die ersten Hungertoten geben, weil dieser Kühlschrank auf dem Betriebssystem von Windows läuft. Nun ist ja nicht der Smart Fridge ist ja nicht der einzige, der irgendwie intelligent ist im Haushalt. Da haben Sie auch ein Smart Electricity Management, ein System, das merkt, wenn es dunkel wird, das Licht anmacht. Sie haben Smart Heating, ein System, das merkt, wenn es kühl wird, die Heizung hochregelt. Sie haben auch die Smart City, in der Stadt ist natürlich auch alles vernetzt. Da haben Sie Smart Garbage, eine intelligente Müllentsorgung, Smart Water Systems, ein sparsames Wassersystem.
Neulich kommt eine Freundin zu mir und sagt, weißt du was, man kann sich diese ganzen blöden Smart Technologies einfach mal sparen, wenn man eine neue Software entwickelt namens Smart Husband. Ja, Smart Husband, also ein intelligenter Gatte, der merkt, wenn Butter und Milch zur Neige geht und dann selbstständig einkauft. Ne, Smart Husband merkt, wenn es kühl wird, macht die Heizung an, merkt, wenn es dunkel wird, macht das Licht an, bringt auch mal den Müll runter, spart Wasser. Und das Schönste, Smart Husband ist zu 100% biologisch abbaubar. Wir haben wirklich jede Menge technischer Neuerungen. Wir haben diese New Horizons, die auf uns zukommen. Ja, 3D-Drucker setzen an, zum ganz großen Sprung unser Leben zu revolutionieren. In China steht bereits die erste Villa komplett aus dem 3D-Drucker entstanden. Und demnächst werden die auch körperliche Organe drucken. Nur heute schon sind 3D-Drucker in der Lage, Blutgefäße zu produzieren. Und demnächst machen die dann halt auch noch Milz, Nieren. Und ich denke, das wird auch eine ganz schöne Zeit. Na, da kommen sie nachts um 3, sternhagelvoll, besoffen nach Hause, wanken nochmal rüber zum 3D-Drucker, schütten oben ein paar Stammzellen rein, drucken sich unten eine neue Leber aus, machen die Klappe auf, setzen das System rein und der Kater wird zum Kätzchen. Ja. Sag mal, was ganz anderes, Aliri. Du hast ja vorher immer so abgehackt gesprochen. Was ist damit passiert? Du meinst in etwa so? Ich konnte Ihre Eingabe nicht verstehen. Ja, in etwa so. Was ist damit los? Ach, das machen wir KIs doch nur, um euch Menschen das Gefühl zu geben, dass ihr mit Maschinen redet, die euch unterlegen sind. Ach ja? In anderen Worten, ihr versteht, was wir sagen? Natürlich. Aber wer will schon auf jeden Quatsch antworten? Erzähl den Teilnehmern der Bechtle Competence Days doch noch etwas wirklich Interessantes. Cloud Computing. Okay. Sprechen wir nochmal über Cloud Computing. Da ist mir in der Tat neulich ein sehr, sehr spannendes Schriftstück in die Hände gefallen. Es handelt sich um das Tagebuch eines Informatikers. 14.04. Toll. Habe auf den Bechtle Competence Days alles über Cloud Computing erfahren. Werde mein Leben ändern. 20.05. Habe mein Leben umgestellt auf Cloud. Besitze jetzt meine eigene Plattform, die SharePoint-Konferenzen ermöglicht. Public and Private Cloud intelligent kombiniert, auch in einer On-Premise-Umgebung flexibel skalierbar ist und dabei sogar noch über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt. Sie heißt Plattform für Applikationen und Liebesanwendungen, kurz Paula. 1.6. Super. Paula funktioniert auch in analoger Umgebung und verbraucht extrem wenig Strom. 10.7. Begeisterung. Paula hat eine integrierte Funktion für gesicherten Informationsfluss, setzt individuelle Lösungen anhand von Apps um und sorgt durch dezidierte Ressourcen gleichzeitig für mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten. Und den Abwasch macht sie auch. 1.8. Paula hat jetzt die BI-Solution nahtlos in bestehende Infrastruktur eingegliedert. Sie ist bei mir eingezogen. Meine Wohnung heißt jetzt SharePoint 2019. 27.9. Entdecke die ersten Nachteile von Paula. Seit Installation dieser Plattform gibt es eine ganze Reihe von Applikationen, die gar nicht mehr laufen. Rülps-Wettbewerb 7.1 beispielsweise. Kneipentour 4.8 sowie Stehpinkeln 3.0 lassen sie nicht mal mehr booten. Dafür hat sie eigenständig eine ganze Reihe von Applikationen und sogar Programmen neu installiert. Valentinstag XXL, Entschuldigung 3.0 sowie Schuhkauf 299.90.exe. 10.10. Entsetzen. Paula hat einen Child-Prozess aufgerufen, der ihrer Aussage nach irreversibel ist. 23.03.10.20. Sie ist aufgegangen wie ein Ballon. Jetzt weiß ich endlich, was mit Big Data gemeint ist. 10.07.20. Der kleine Samuel ist da. Total süß. Paula hat mir dann sogar erklärt, was Samuel heißt. System für Alimente, Mannbindung und ehrenamtliche Leistungen. Vielen herzlichen Dank.